Wie werden aktuelle Fußballer in FIFA 30 aussehen? Also 8 Jahre später. Wir haben hier den ersten Spieler, der ist momentan 20 Jahre alt. Um wen geht's? Um Ansu Fati. Und er wird dann 28 sein. Die Prediction ist, dass er eine 86er Karte dann hat. Ist okay, also 86 ist nicht mal geisteskrank. Er ist so gerade so Walkout. Ist ein solider Spieler, den man mal spielen kann. So, dass er bei Liverpool dann spielen wird. Ja. Also ich finde es gut, dass er nicht unrealistisch übertrieben wird. So. In manchen Videos, die man sich so anguckt, wird gesagt, ja, Ansu Fati hat 92, Mbappé hat 98, Herbert Grönemeyer kriegt auch nochmal eine 93, sondern es ist in einem realistischen Rahmen so. Er sagt halt, Ansu Fati wird kein Ballon d'Or gewinnen, aber ein stabiler Spieler. Finde ich gut, könnte passieren. So, mal gucken, wen er hier sonst noch so mit ins Video reingenommen hat. Haaland kommt. Ich sag, wie alt ist er? 30 ist er dann. Was ist, ist er dann über seinen Zenit schon drüber? 91. 94! Boah, tschüss! Wobei, ja, okay, warte mal. Real Talk? Also 94 ist halt so das, was momentan Ronaldo und Messi haben. Also Ronaldo nicht mehr. Hatte er aber vor die letzten FIFA-Teile so ab und zu mal. Jetzt ist Messi so der Einzige in dem Dreh. Aber, also dadurch, dass Haaland halt wirklich den Ballon d'Or gewinnen kann, wenn er bei Manchester City ist und die zur Champions League und zum Premier League-Sieg kickt und was ist das überhaupt für eine Frisur, Mann? Auf jeden Fall, doch, also ich glaube, ich habe untertrieben. Ich glaube, er hat auch ein bisschen übertrieben. 93. Und Man City auch realistisch. Ja, die Frisur nicht. Koundé, was sagt er bei ihm? Ja, der ist halt jetzt 24, ne? Der ist halt kein, also weiß ich nicht. 88, ja gut, der spielt halt schon gut gerade. Aber dass er mit 32 noch eine 88 ist? Ha! Ha! Und bei Barca Salah mit 38, warte mal. Ist das denn schon eine Icon-Card? Also entweder ist es ein Golden Non-Rare oder eine Icon. Ja, die Icon-Card wird voll cool aussehen. So als halber Pharao. Hä, würde ich mir, glaube ich, gehören. Wenn es ein FIFA ist, wo Finesse ist und Tempo wichtig ist. Weil dafür ist Salah immer ein guter Mann. Ey, so cool, wenn irgendwann die ganzen aktuellen Spieler Icon-Cards haben. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Safe werde ich dann noch so ein bisschen FIFA spielen. Safe. Na, 91 Icon-Card. Man weiß ja nicht, ob das Baby Prime oder was auch immer ist, aber ja. Gavi, der kriegt ein gutes Upgrade. Mit 26 ist er immer noch bei Barca, hat eine 88, aber er bleibt ein langsamer Mann. Chiesa mit 33. Ja, auf jeden Fall im Walkout-Bereich, würde ich sagen. Aber ich glaube, viel mehr als so eine 86 nicht. Ja, 87. Ja, ich habe gerade überlegt, 86 oder 87. Und Bayern könnte sogar theoretisch auch sein. Also kann man gut mitgehen. Das ist wart aber, Mann. Was wird mit den teilweise veranstaltet? Bellingham. Boah, den kann man schon was Gutes geben. Ne? Mit 27. Er kann schon so ein 88er-Rated-Spieler sein. Bei Chelsea. Ja, könnte auf jeden Fall gut sein. Oh. Dribbelmonster. So, Bale. Ah, als Icon dann. Boah, Bale, wenn man Salah eine 91 gibt. Boah, Bale zu seinen besten Zeiten. Kannst du, glaube ich, 92 dann draus machen, oder? Oder auch eine 91. Ja, passt. Hey, wie man sich früher gefreut hat, wenn man Bale gezogen hat oder so. Der war Millionen wert. Jetzt ist er einfach so ein richtiger Randy. So ein richtiger Random einfach. Kylian Mbappé. Ja, mit 32 wird er ja noch kicken. Aber besser als jetzt? Weiß ich nicht. 94 auch. Bei Real Madrid. Es ist halt auch die Möglichkeit da, ne, wenn er die zum Champions League-Titel gerade geschossen hat, Ballon d'Or geholt hat, mit Frankreich in dem Jahr auch noch, was auch immer für ein Wettbewerb, gerade EM, WM, was auch immer in dem Jahr ist, geholt hat. Müsste ja sogar WM sein. Ja, dann theoretisch möglich. Theoretisch möglich. Aber es ist halt das höchste Potenzial. Es wird, glaube ich, nie wieder eine normale Goldkarte über 94 geben, weil die EA auch immer noch im Laufe des Jahres den Karten Special Cards geben will. Und wenn man direkt reinstartet mit Mbappé 98, dann gibt es ja gar kein Potenzial nach oben. Ich glaube, der höchstbewertete, zu dem es hier gab, war ja R9. Der hat als Goldkarte, glaube ich, schon eine 98 so. Na. Vinicius. Das wäre auch wild, weil Paris einfach so als Nachfolger von Neymar. Der kann ja inzwischen halt auch einfach schießen. Ne? Vinicius, der hatte immer das Problem, dass er gar nicht schießen konnte. Das kann er jetzt auch. Also dadurch ist er nochmal krasser und hat nochmal mehr Potenzial. Also ja, 89. Ja. Davis, was sagen die bei ihm? Linksverteidiger, kriegt im FIFA eigentlich nie höher als eine 88, oder?
86, okay. Ja. Okay. Hä? Der ist ja nicht mal dann auf dem Niveau, auf dem Robertson und Trent jetzt gerade sind, wird er so in dem Sinne nicht, nie hinkommen. Oder vielleicht ist er ja so in FIFA 26 so genau dazwischen auf dem Niveau. Aber gut, hier hätte ich getippt, dass er was Höheres sagt. Aber 86 auch okay. Ehrlich, okay. Messi. Icon Card. Oh, kommt drauf an, welche Version von ihm. Aber der muss halt so Karten wie Maradona und Pelé dann kriegen. Also ja, 98. Oh, 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 völlig böse. Völlig böse. Ronaldo direkt hinterher auch 98. Alles super. Alles super. Oh mein Gott, diese Icon Card. Hätte der 5 Sterne Weakfoot, der wird. 15 Millionen wären zu wenig für den. Also der wäre viel besser als N9 noch. Joao, was sagen wir bei ihm? 88, ja. Zentraloffensives Mittelfeld, Inter Mailand. Oh, bin ich gespannt. Kai Havertz, auch 88, oder? 89 sogar. Und zurück in die Bundesliga, zu Bayern München. Lewandowski-Ersatz so? Ja, mehr als Müller-Ersatz. Weil da ist Müller ja wahrscheinlich auch schon Rente dann. Boah, was ist das denn rechts? Wenn der annähernd so aussieht, ohne Witz, komme ich hier zurück zu dem Video und lass mit 30 Accounts ein Like da. Wenn der 2030 so aussieht. Ja, das weiß ich nicht. Der liegt... nee, finde ich zu hoch. Finde ich zu hoch bei ihm, muss ich so sagen. Lewandowski, auch eine Icon Card. Ja, der kann aber dann auch nur eine 96 oder 95 haben. 94, ja. Also habe ich auch hoch mit geschossen, weil ich dachte, er schießt Tora. 94 wäre ich d'accord mit. So besser als Salah. Ah, schlechter als Messi und Ronaldo. Ja. Camavinga, Franzose bei Paris. Guter Abräumer im ZDM. So ein bisschen Kanté-Vibes versprüht der hier. Neymar, auch eine Icon-Card, der muss niedriger sein, 96. 93 nur, warte mal. Niedriger als Ronaldo und Messi sowieso. Höher als Salah, okay. Ja, ungefähr auf einem Niveau mit Lever, so. Ja, irgendwie in dem Dreh, ja. Aber der wird sich halt trotzdem geistkrank spielen lassen. Aber der hat halt jetzt eine 91 und die Icon-Card dann nur eine 93. Der hatte doch gefühlt schon... Der hatte doch safe in Ultimate schon eine 92 oder 93 oder sowas in dem Dreh. 92 hatte der auf jeden Fall schon mal. Das wäre nicht so krass für eine Icon Card. De Jong, ja, jetzt, ich weiß nicht, 89, 85, ja. Sogar welche, die hier gedowngradet werden, damit habe ich nicht gerechnet. Man weiß ja, Man City den dann noch aufstellt. Petri, okay, der wird hier sehr hochwahrscheinlich geschätzt, ja. Aber warum? Wie kann er eine 89 sein mit 77 Schuss? Also, ganz freche Karte. Das ist ja Busquets fast spielbar. Martinez, 90 und bei Real. Das wäre wild. Das wäre wild. Dann wäre er ja quasi der Stürmer. Neben ihm wäre Mbappé auf Außen. Er wäre auf der anderen Seite. Icon Card, Kanté. Boah, das ist ja so ein... Ja, noch nervigerer Vieira, glaube ich. Tschüss, okay. Wahrscheinlich mit so einem Auge auch. Ah, der wird Bock machen. Donnarumma. 92, ja, wahrscheinlich der beste Keeper der Welt dann und das kommt dann hin mit der 92. Ibrahimovic, was geben sie ihm? 94 sogar? Oh, er ist schon eine richtige Legende. 93, irgendwie sowas. Höher als Bale und Salah? Ja, ist halt schwer, die gerade zu vergleichen, weil Ibra natürlich schon lange über seine besten Zeiten hinaus ist. 88er, Linksverteidiger. Der steckt Davis auf jeden Fall gut in die Tasche im direkten Vergleich laut dem Video hier. Und Ramos, ja, das ist eine super Icon-Card, 94. Ja, gibt es eine bessere Icon-Innenverteidiger-Karte neben Maldini, wenn du so ein komplettes Icon-Team bauen willst? Dann brauchen wir, glaube ich, echt dann Maldini und Ramos so hinten. Außer Beckenbauer kommt vielleicht irgendwann nochmal in FIFA rein. Wird auch nicht passieren. Tonali, was geben die ihm? 88 sogar, okay. Das ist Gönjamin. Das ist Gönjamin. Ja, interessant, interessant. Da wird einiges passieren die nächsten Jahre, sowieso. Ich glaube, da werden noch ein paar Spieler dabei sein, bei denen es ganz anders kommt, als man denkt. Man denkt so, die gehen von der 81 auf eine 88 hoch. Am Ende gehen die gar nicht mehr hoch. Nochmal auf eine 82, auf eine 83, dann rutschen die ab und sind gar nicht mehr relevant. Gab es ja auch schon häufig.